Dankeschön. Dankeschön. Das Feuilleton beklagt schon seit längerem eine Lücke zwischen dem deutschen Kabarett und der amerikanischen Stand-up-Comedy. Lassen Sie mich hier kurz zu Beginn vielleicht ganz kurz versuchen, diese Lücke ein klein wenig zu schließen. Neulich las ich auf einer Toilettenwand den Spruch, dumm fickt gut. Seitdem plagt mich das brennende Verlangen nach einer Affäre mit Andreas Kalbitz. Willkommen. Willkommen zum Genre Kabarett heute Abend, das sich in der letzten Zeit, Dankeschön, das sich in der letzten Zeit doch erstaunlich vielfältig präsentiert, nicht wahr? Warum auch nicht? Warum sollte der Graben, der durch die Gesellschaft geht, nicht auch seine Spuren im Kabarett hinterlassen? Und das macht letztlich das Satire-Sortiment ja auch eigentlich nur ein bisschen breiter. Sie haben die Wahl. Da gibt es das Kabarett der vermögenden weißen Männer, die 16-jährige Klimaaktivistinnen angreifen und die ihnen vorwerfen, der Greta, sie würde mit ihren Plänen, die das Leben von Milliarden Menschen aufs Spiel setzen und deren Tod billigend in Kauf nehmen. Und dann, Zitat Dieter Nuhr, wo finden wir dann 4 oder 5 Milliarden Freiwillige zum Ableben? Wer sucht die aus? Macht Greta das selbst? Ich traue ihr das zu. Den Blick dafür hat sie. Ne? Und wer auf diese Art und Weise minderjährige Klimaaktivistinnen assoziativ an die Rampe nach Auschwitz stellt, um dort Leben zu selektieren, wird in diesem Land als Rebell gefeiert. Wenn wir Menschen dazu auffordern, sich in der Öffentlichkeit von Rechtspopulismus klar zu distanzieren, dann finde ich, sollten wir das im Kabarett auch machen können. Sie haben die Wahl oder Sie wählen das andere Kabarett, nicht wahr? Den Markenartikel Kabarett mit erhobenem Mittelfinger, das ja auch heillos naiv irgendwie die Ursachen für Missstände bei den Verursachern sucht. Das ändert natürlich nichts. Ich weiß das. Meine Kollegen wissen das auch. Wenn politisches Kabarett irgendetwas beim Zuschauer verändern würde, dann würde Wolfgang Schäuble doch schon seit Jahren von seinem Pfleger Jens Spahn in der Seniorenresidenz zum fröhlichen Sonnenuntergang zur Wassergymnastik gerollt werden. Und ich könnte hier ganz entspannt stehen und Witze über Österreicher machen. Gerne wird ja an diese Form der Satire der Vorwurf erhoben, dass da ja eh nur Leute reingehen, um einen Kabarettisten etwas sagen zu hören, was die Leute sich eh selbst die ganze Zeit sagen. Und wenn der dann das sagt, dann lehnen sich die Leute zurück und denken sich, na endlich sagt's mal jemand. Noch nicht gehört habe ich übrigens den Vorwurf an Helene Fischer, sie würde nur zu Menschen singen, die auch die Musik von Helene Fischer mögen. Ich persönlich, sage Ihnen ehrlich, habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wer zu mir kommt. Bin schon froh, wenn einer kommt. Und ich bin auch froh, wenn nicht allzu viele CDU-Wähler hier sind. Ich erwarte schon ein Minimum an politischem Interesse bei meinen Zuschauern. Auch mehrere Grünen-Wähler würden mich überfordern. Ich verfüge nicht über die Fantasie, um mich an Menschen zu wenden, die in Robert Habeck mehr sehen als den durchschnittlichen Vertreter der nächsten Politikergeneration, der seine Kritik an der Regierung gerade so kess formuliert, dass ihm Medienvertreter unverbrauchte Frische attestieren, aber gerade so wachsweich, dass sein eigenes Vorankommen im Berliner Politikbetrieb nicht gefährdet wird. Und so tollkühn wird ja wohl keiner sein, dass er heute hierher gekommen ist und von mir Ausführungen über die SPD erwartet. Quanten über die SPD, das lappt doch schon seit einiger Zeit in den Bereich Nekrophilie. Ich persönlich möchte ohnehin möglichst wenig von Olaf Scholz sehen. Ich fürchte immer schon diesen Augenblick, an dem er versucht zu lächeln. Dieser bizarre Moment, in dem einem klar wird, dass die Evolution für diesen Vorgang nicht genug Haut vorgesehen hat. Und wenn sich dann sein wachsfarbenes Organ über die Schädelstruktur spannt, wie damals, als Fantomas sich die Maske. Gut, ich sehe einigen Gesichtern an, dass sie sich sagen, das ist aber nun wirklich kein Inhalt. Recht haben sie, aber ich sage Ihnen auch, dass die Satire sich mit der SPD wieder inhaltlich beschäftigt. Daran muss die Partei noch ein paar Jahre arbeiten. Und ich werde mich auch heute Abend nicht mit dem Generalsekretär dieser Partei beschäftigen, mit Lars Klingbeil. Sehen Sie, nichts gegen ein geistiges Duell, aber
ich schieße nicht auf Unbewaffnete. Sagen Sie mal, finden Sie das eigentlich nicht ein bisschen unhöflich, sich hier in aller Öffentlichkeit über jemanden lustig zu machen, der wie Lars Klingbeil einen Sprachfehler hat? Was? Was für ein Sprachfehler denn? Naja, er spricht. Und ich befürchte, ich habe auch ein bisschen das Gefühl dafür verloren, was Menschen in diesem Land wirklich bewegt. Vor 2 Jahren haben 160.000 Menschen eine Petition unterzeichnet, die Horst Seehofer zum Rücktritt aufgefordert hat. Fast doppelt so viele Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die den Kampfhund Chico vor dem Einschläfern bewahren sollte. 300.000 Menschen wollten nicht, dass Chico eingeschläfert wird, nur weil er seine beiden Herrchen getötet hat. Du sollst die Hand nicht beißen, die dich füttert. Es war zu schwierig für Chico. Er war nur ein Hund und deswegen, ja, ich halte es auch für falsch, dass man ihn eingeschläfert hat nach dem, was er getan hat. Ich bin der Meinung, man hätte ihn schon deutlich vorher töten sollen. Und nur um die Stimmung zwischen mir und den anwesenden Hundebesitzern gleich zu Beginn dem Siedepunkt entgegenzutreiben, vergessen wir nie, dass der Hund der Rudolf Hess unter den Tieren ist. Treu, doof, bis zum bitteren Ende, egal welches Arschloch am anderen Ende der Leine rumsteht. Sehen wir, wie sich die Stimmung entwickelt, wenn ich zu den Katzenbesitzern komme. Ich erwähne das nur, falls sich irgendjemand angesichts des Titels des Programms heute gedacht hat, es würde hier in längeren Ausführungen um den besten Freund des Menschen gehen. Das ist auch so eine von pathetischen Hundebesitzern erdachte, stockdoofe Umschreibung für den Hund, oder? Der beste Freund des Menschen. Was für ein Armutszeugnis wäre es für den Begriff Freundschaft, würde seine gelungenste Variante nur von jemandem gelebt werden, der unterwürfig, gehorsam, bar jeder Würde, nach dem kleinsten Signal der Zuneigung lechzt, so dumm ist, dass er spielende Kinder nicht von einem Hasen unterscheiden kann und sich in der Öffentlichkeit die Eier leckt. Wie gut, dass wir Tiere nicht nach abnehmender Intelligenz schmackhaft finden. Sonst müssten bei uns Schweine wie Könige in freier Wildbahn herumstolzieren, während wir uns den Rauhaardackel zu den Bratkartoffeln legen. Eine Tiertrainerin hat im Interview erzählt, für das, was sie einem Schwein in 2 Tagen beibringt, braucht sie bei einem Hund mindestens 2 Wochen. Aber wir beißen in die Leberkässemmel und bewundern die Gelehrigkeit des Hundes. Aber klug ist der Hund nur im Vergleich zur Katze. Und auch Uli Hoeneß ist klüger als eine Katze. Weniger stubenrein, aber klüger. Und ich muss sagen, vielleicht bin ich auch der Falsche, um den Wahnsinn dieser Zeit mit ausreichendem Furor zu interpretieren. Denn ich merke doch mit zunehmendem Alter immer mehr, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Respekt nicht teilbar ist. Respekt ist nicht teilbar. Der gebührt jedermann. Und ich weiß, dass das schwer ist, gerade angesichts mancher Gestalten und Entwicklungen in der Gesellschaft in der letzten Zeit. Aber, und das ist ganz wichtig, wir müssen versuchen, im anderen Menschen immer erstmal den Menschen zu sehen. Mit seinen Hoffnungen, seinen Ängsten, seinen Zweifeln. Ich habe mich an diese Auffassung erinnert, als ich mich mal näher mit dem Fall Alexander Gauland beschäftigt habe. Ein Politiker, der, glaube ich, die Politik in diesem Land in den letzten Jahren mehr beeinflusst hat als die meisten anderen. Und ich habe mir überlegt, wie ist denn das, wenn man diesem Fall mal mit dieser Objektivität, die man jedem Menschen gegenüber aufbringen sollte, entgegentritt. Er hat doch damals diese Rede gehalten, in der er gesagt hat, dass die NS-Zeit nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte war. Und danach bei seinen Erklärungen, da hatte er immer so einen seltsamen Ausdruck im Gesicht. Und ich habe mich lange gefragt, was ist denn das für ein Ausdruck? Und irgendwann bin ich draufgekommen, das ist Melancholie. Auch Bitterkeit, ja, auch etwas Unerfülltes lag da in dem Gesicht. Und ich habe diese Regungen im Grunde wiedererkannt. Denn ich ertappe mich tatsächlich in letzter Zeit auch immer häufiger bei diesen Gefühlen. Das hängt mit dem Alter zusammen. Wenn du älter wirst, schaust du öfter mal auf dein eigenes Leben zurück und dieses eigene Leben, das stellt sich an den seltensten Fällen als eine Kette von Glücksmomenten, als eine Reihe von Erfolgen dar. Da siehst du doch auch, was du im Leben falsch gemacht hast, was du bereust, was du vielleicht auch einfach nur verpasst hast. Ich zum Beispiel, ich bin 67, in München geboren. Und ich bedauere heute ein bisschen,
dass ich damals, als die APO-Zeit München so aufregend, so bunt gemacht hat, dass ich da noch ein kleiner Steppke war. Viel zu klein, um das bewusst zu erleben, diese aufregende Zeit. Straßenkünstler überall, Live-Musik, die politischen Auseinandersetzungen, die Prügeleien mit der Polizei, was für eine Zeit. Meine Mutter, extrem starke Frau, hat uns ja damals eigentlich durch den Krieg gebracht. Gut, jetzt Vietnamkrieg, aber ich finde... jetzt. Mein Vater sah aus wie ein RAF-Fahndungsplakat. Alle jungen linken Männer sahen aus wie RAF-Fahndungsplakate. Wahrscheinlich hat man den Bader deswegen so spät erwischt. Und ich weiß noch, eine meiner ersten Erinnerungen als Kind. Da war ich so 4 Jahre, da saß ich bei einer Demonstration bei meinem Vater auf den Schultern und habe immer ganz laut geschrien, Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da mache. Und ich bedauere heute ein bisschen, dass ich damals nicht schon ein junger Mann gewesen bin. Student, um diese Zeit bewusster zu erleben und abzuspeichern. Wenn ich noch früher geboren worden wäre, in den 60ern, hätte ich wahnsinnig gerne in Rom gelebt. Cinecittà. Fellini beim Filmemachen über die Schulter gucken. Stellen Sie sich vor, vielleicht als kleiner Kabelträger einen ganz kurzen Blick auf die badende Anita Ekberg in der Fontana di Trevi zu erhaschen. Noch früher, 50er Jahre, Nachkriegszeit, Paris. Nur Paris, keine andere Stadt. Stundenlang über die Champs-Élysées spazieren, eine nach der anderen rauchen, weil das damals noch nicht gesundheitsschädlich war. Und dann rein ins Café de Flore, Sartre, de Beauvoir, Camus beim Philosophieren beobachten. Und wenn man so zurückschaut aufs eigene Leben und sieht, was man auch einfach verpasst hat, dann stellt sich doch da unweigerlich Melancholie ein. Das ist diese Melancholie, die ich auch bei Alexander Gauland gesehen habe. Ich glaube, Alexander Gauland bedauert einfach, nicht so früh geboren worden zu sein, dass er selbst... Haben Sie schon gehört, die UNESCO hat den Antisemitismus zum Weltkulturerbe erklärt? Das ist ja großartig. Hoffentlich ist da nicht gleich wieder alles ausgebucht, was? Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit, wenn ich heute Abend mal als Zwischenergebnis festhalte. Also Demokratie, immer noch besser als Faschismus, oder? Wobei wir jetzt ehrlicherweise die Vorzüge des Faschismus nicht unerwähnt lassen sollten. Erstmal fesche Uniformen für Leute, die in herkömmlichen Klamotten einfach miserabel aussehen. Ein Verbot der SPD, man wird ja wohl träumen dürfen. Und endlich wieder eine anständige Beschriftung auf den öffentlichen Toilettentüren. Mann, Hausfrau. Wo der aber auch immer wieder herkommt, dieser autoritäre Charakter. Ich weiß es, ich weiß es. Das ist das Erste, was Sie uns beibringen, wenn Sie uns aus dem Haus schicken. Nicht wahr? Dass man sich meldet, wegen der Ordnung. Und wegen der Disziplin. Und dann machen wir das eigentlich auch, oder? Wir melden uns jahrelang immer so weiter. Und irgendwann wird der Arm immer schwerer und immer schwerer. Gut, das Unbehagen an der Demokratie, das viele haben, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir immer denken, wir seien mit der Demokratie schon fertig. Das sei es, das Endprodukt. Die beste Fassung dieser Regierungsform. Philipp Amthor, State of the Art. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, nicht wahr? Aber Angst essen Seele auf und deswegen haben wir der Corona-Krise nur einen Gedanken. Rückkehr zur Normalität, nicht wahr? Dieser kurze Moment, diese Chance, die das Virus auch geboten hätte, ein Innehalten, vielleicht eine gesellschaftliche Inventur, mal ein paar Minuten Utopie denken, vielleicht für alle einen 5-Stunden-Arbeitstag. Weil das auch reichen würde. Oder ein Verbot der Massentierhaltung oder wenigstens so ein kümmerliches Tempolimit. Wir haben es verpasst, nicht wahr? Die Normalität wird erwünscht und da wollen wir alle wieder hin zurück. Und ich glaube, dass dieser Coronavirus uns schwer im Griff hat. Ich glaube, das ganze Elend, das dieser Virus gebracht hat, es hat sich am deutlichsten gezeigt in diesem Umstand, dass die ersten deutschen Touristen auf dem Flughafen in Mallorca mit Applaus begrüßt worden sind. Wie hoffnungslos, wie verzweifelt, wie gebrochen müssen Hotelbesitzer und Gastronomie-Mitarbeiter sein, wenn sie diesen Menschen Applaus spenden. Gespendeter Applaus war ja sogar internationales Zahlungsmittel, auch bei uns. Ich bin ja großzügig, gebe gerne mal Trinkgeld. Ich habe 2 Minuten länger geklatscht.
Nichts gegen diese Form von Solidarität. Aber vielleicht hätten wir doch frühzeitig anfangen sollen, statt zu klatschen, denen auf die Finger zu hauen, die sich immer noch gegen bessere Arbeitsbedingungen für die Pflege wehren. Und was dieser Virus auch gezeigt hat, ist die Privilegiertheit mancher Schichten. Ich habe es gar nicht gemerkt, ehrlich. Auch ich habe über das Homeoffice gejammert, weil ich nicht gespannt habe, dass im Homeoffice zu arbeiten schon bedeutet, privilegiert zu sein. Denn die Supermarktkassiererin, die saß ja nicht zu Hause, hat darauf gewartet, dass irgendjemand bei ihr klingelt, ihr zwei Paprika hinhält und sie mit einer Taschenlampe drüber leuchtet und piep macht. Diese Normalität, zu der wollen wir alle wieder zurück. Der Staat hat in der Krise nur gezeigt, dass er gerade in dieser Zeit die Ehe hängen lässt, die ihm auch in normalen Zeiten schon am Arsch vorbeigehen, oder? Alleinerziehende Mütter, Kinder, Menschen in Gütersloh. Wobei natürlich ganz klar, ganz wichtig, kein Mitleid mit Menschen in Nordrhein-Westfalen. Was immer da passiert, sie haben es verdient. Das ist immerhin ein Bundesland, deren Einwohner sich irgendwann mal hingestellt haben und gesagt haben, ja, Armin Laschet ist ein Siegertyp. Die einzige Wahl, die Armin Laschet übrigens noch gewinnen wird, ist die Wahl des Robert-Koch-Instituts zum Antikörper des Jahres. Armin Laschet ist auch die Normalität, zu der alle zurückkehren wollen. Aber diese Normalität, das ist doch auch, ich darf daran erinnern, ein Zustand, bei dem arbeitslosen Menschen vom Staat gerade mal 4,83 Euro pro Tag zum Essen zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch ein Zustand, bei dem Hunderttausende von Menschen in Werkverträgen als Billiglöhner ausgebeutet werden. Und es ist auch ein Zustand, bei dem jedes Jahr über 3000 Menschen ihr Leben zum Wohl der deutschen Automobilindustrie lassen. Aber vielleicht ist es immer noch besser als ein sogenannter Lockdown, nicht wahr? Währenddem die unbeherrschten Männer immer mehr angefangen haben, ihre Kinder zu prügeln. Und währenddem nach ersten Untersuchungen über 1,5 Millionen Frauen von ihren Partnern sexuell missbraucht worden sind. Also schnell, 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 schnell zur Normalität zurück. Himmel, lass sie uns preisen, eine Demokratie, nicht wahr? Hoch auf eine Demokratie, die sich ganz viel Zeit lässt, LKWs mit Rechtsabbiegeassistenten auszustatten, weil diese Demokratie nun mal verstanden hat, dass die Profite von Spediteuren ein höheres Gut sind als die körperliche Unversehrtheit von radfahrenden Kindern. Hip, hip, hurra! Für eine Regierungsform, die dafür gesorgt hat, dass 1,6 Millionen Menschen sich schon bei uns bei der Tafel ernähren müssen, während umgekehrt Mercedes-Benz durch die niedrigen Unternehmenssteuern in der Lage war, vor kurzem den Tafeln den 1000. Sprinter zu spenden. Erheben wir das Glas auf eine Demokratie, die ganz entspannt zuschaut, wenn die 45 reichsten Menschen in diesem Land inzwischen so viel besitzen wie die untere Hälfte der gesamten Bevölkerung des Landes. Sagen Sie mal, Alisch, sagen Sie mal, finden Sie nicht eigentlich auch, dass die letzten Minuten des Programms schon wieder arg moralisch dahergekommen sind? Ja, schon, aber schauen Sie, wenn die Moral an anderen Orten ernster genommen werden würde, dann könnte ich hier den ganzen Abend stehen und entspannt Witze über Sachsen machen. Na du Arschloch, du blödest du. Die Hundebesitzer des reichen New Yorker Stadtviertels Tribeca, die Dog Owners of Tribeca, hatten einen eigenen kleinen Park für ihre Hunde, wo die Betuchten dann mit den Vierbeinern Gassi gegangen sind. $100 Jahresgebühr, nur mit Karte durfte man da rein. Vor kurzem kam raus, war ein öffentlicher Park. Die haben vor 10 Jahren einfach ein Gitter hinschrauben lassen und ein Schloss dran gehängt. Als das rauskam, sagte einer, der mit seinem Hund da Stammgast war, Jeff Clift, ich war für eine Sekunde überrascht, als ich erfahren habe, dass der Park öffentlich war. Und dann dachte ich, typisch New York. Man hört das so oft, oder? Am Ende von Anekdoten. Typisch. Eine Frau war so betrunken, dass sie stehend an einem Laternenmast festgefroren ist. Ha, typisch Helsinki. Oder gestern Abend sind schon wieder Einwohner vom Bürgermeister belästigt worden. Typisch Tübingen. Oder gestern wurden schon wieder unter Verwendung von Daten eines Polizeicomputers Frauen mit dem Tod bedroht. Ha, typisch Frankfurt. Aber diese Geschichte in New York mit dem Hundepark für Reiche, die ist doch gar nicht typisch New York. Die ist typisch Reiche, oder? Mit jedem Cent steigt doch die Unverfrorenheit. Jede Münze lässt das Arroganzpegel ansteigen. Glauben Sie, bei mir sei das anders, Sie jämmerlicher Haufen schlecht angezogener Kultursnobs?
Wann passiert denn das eigentlich? Wann wird denn aus diesen hinreißenden Dreijährigen dieses Pack? Wir Menschen haben evolutionär als Spezies nur überlebt, weil wir uns sozial verhalten haben, weil wir unsere Nahrung mit anderen geteilt haben. Zweijährige Kinder zeigen bei Versuchen klar soziales Verhalten. Sechsjährige Kinder würden Teile ihrer Süßigkeiten opfern, um asoziales Verhalten bestraft zu sehen. Fairerweise muss man aber sagen, dass keines der Kinder bei diesen Versuchen Mitglied bei den jungen Liberalen war. Naja, also scheinen Sie, wir sind es dann schon froh, dass das noch geklappt hat mit dem Platz in der Kita für unsere kleine anderthalbjährige Victoria. Ne, es hätte mich aber auch gewundert, wenn nicht. Wir waren ja schließlich auch die besten Bewerber. Ich sage das ganz ohne Ironie, das ist mir eine Tatsache. Ne? Platz, mach Platz, hab ich ge... Pass auf, da habe ich was für dich da. Ja, die magst du, gell? Ja, fein, fein, jetzt machst du Platz, gell? Gut. Ja, also da geht sie jetzt also in diese wunderbare bilinguale Premium-Kita. Ja, gut, bilingual, da sagen manche, das ist doch nur die Möglichkeit, gleich zwei Sprachen auf einmal nicht richtig zu lernen. Aber uns ist das wichtig. Ja, und da geht sie also jetzt hin, das kostet uns schlappe 1500 Öcken im Monat. Aber dafür haben die auch Töpfer und Schauspielkurse. Und das halte ich für ganz wichtig, ne? Dass man bei anderthalbjährigen die Kreativität nicht so ungeordnet in den Raum hinein. Die haben da Yogakurse. Da gehen die Kleinen quasi in den Hund. Ne? Und dann gibt es noch eine Kindersauna. Und das ist ja ein Urbedürfnis, oder? Gibt es einen Bretterverschlag? Kaum Luft, kaum Licht, extreme Hitze. Mama und Papa sind nicht da, da wollen die rein. Ja? Ich halte das pädagogisch für elementar, dass man Kinder in frühester Zeit an Orte bringt, an denen sie nicht sein wollen, um da Dinge zu tun, auf die sie keine Lust haben. Eine bessere Vorbereitung auf spätere Erwerbsleben ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, sage ich Ihnen gleich. Gell? Platz, Platz, fix. Ich hab's dir gesagt jetzt. Schauen Sie, da geht sie also jetzt hin, die Victoria, fünfmal in der Woche, jeden Tag bis 18 Uhr. Und am Wochenende eigentlich auch jeden im Urlaub, jeden Kurs, den wir buchen können, den schauen Sie, dass die eigenen Kinder zu Hause sind. Das ist ja auch nicht das, was ich mir so unter Elternschaft vorgestellt habe. Ne? Und das zeigt auch schon ganz wunderbare Resultate. Sie sollten sich mal anschauen, was sich in diesem kleinen Gesichtchen bereits für eine blasse Folgsamkeit abzeichnet. Ne? Das ist ganz beeindruckend. Ne? Ich wünschte, ich hätte damals diese Möglichkeiten schon gehabt. Gell? Ich damals, ich bin doch nach dem Kindergarten, nach der Schule bin ich doch raus zum Bolzplatz. Ich habe doch mit meinen Kumpels gekickt, bis die Sonne untergegangen ist. Ne? Und da gab es in der Nähe einen Wald. Weiß man genau, da gab es einen Bach. Und dann haben wir immer versucht, Staudämme zu bauen mit Zweigen und Steinchen. Und dann haben wir geschaut, ob das Wasser durchläuft und wo es durchkommt. Völlig ziellos, stundenlang. Ne? Ich bin doch nachmittagelang bin ich auch auf der Wiese am Rücken gelegen und habe versucht, in Wolken Gesichter zu erkennen. Ich weiß noch genau, eine Wolke sah mal aus wie eine Tante von mir, die sich auf ihr Sofa übergibt. Und mein Vater, ja, der hat noch wochenendelang mit uns Drachen steigen lassen. Ne? Wochenendelang hat der mit uns Drachen steigen lassen. Was so gut, ich werfe ihm das heute nicht mehr vor. Ne? Ich sage nur, wenn ich schon die Möglichkeiten gehabt hätte, die wir der kleinen Victoria geben. Ne? Ich meine, da, wir dürfen ja Platz. Platz, habe ich gesagt jetzt! Schauen Sie, wir dürfen ja auch den internationalen Wettbewerb nicht aus den Augen verlieren. Ne? In Frankreich zum Beispiel, da kommt eigentlich jedes Baby quasi 20 Minuten nach der Geburt in die Krippe. Und das ist ganz, ganz wichtig, gell? Für die Bindung, die da wächst zwischen Kind und Krippe. Bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Schon klar, nirgendwo in Europa fressen mehr Erwachsene Psychopharmaka als in Frankreich. Aber ich sage mal so, mit der Frühförderung, die wir unsere Kleinen angedeihen lassen, wird sie sich die Medikamente später wenigstens problemlos leisten können. Na, da bin ich relativ stolz auf diese Investition in die Zukunft, auf die kleine Dingsbums. Ich möchte ja, dass sie es später auch einmal besser hat als ich. Das ist doch klar. Ne? Na, aus! Aus! Victoria, Platz jetzt! Das ist der wunderbare Reigen des Lebens, nicht wahr? Die erste Hälfte deines Lebens schämst du dich für deine Eltern, die zweite Hälfte für deine Kinder.
Kurzer Hinweis an die über 60-Jährigen: Leben, das ist das, was passiert, während man darauf wartet, dass eine zweite Kasse aufgemacht wird. Und Zuneigung ist ohnehin immer am schönsten, wenn man nicht nach den Gründen fragt, oder? Wenn Ihnen Ihre Partnerin sagt, ich liebe dich, fragen Sie nicht, warum? Weil ja jedes von ihr aufgeführte Argument von Ihnen im Grunde problemlos entkräftet werden könnte, nicht wahr? Ich war vor kurzem spazieren in einem Park und da ging ein Mann mit einem Mops an mir vorbei. Vielleicht können mir das die anwesenden Hundebesitzer heute später noch mal bei einem Bierchen erklären, diese Sache mit dem Mops. Schafft man sich da ein Tier an, das aussieht wie eine Mischung aus Sofakissen, Fledermaus und Verdauungsstörung, um am Ende des Tages im Bett zu liegen und vom Fußende her folgendes Geräusch zu vernehmen? Lehnt man sich da zurück und dankt man dann dem lieben Herrgott, sagt sich Danke für die Geduld der Mopszüchter, die über Jahrhunderte bei den Vorfahren meines kleinen Chicos die Nasenscheidewände so verkürzt haben, dass mich seine sanfte Melodie in den Schlaf wiegt. Dann ging eine Frau an mir vorbei, die führte auch irgendwas, Gassi. War ein Hund, obwohl es aussah wie ein Flocati, in Streifen geschnitten, um einen Stock gewickelt. Und dann fing der Hund an, sich bei einem Passanten, der auf einer Bank saß, völlig unbeteiligt, an dessen Beinen zu schubbern. Und dieser Passant schien nicht ansatzweise das Vergnügen zu empfinden, das den Hund dabei durchströmte. Man möchte doch meinen, dass die Evolution dem Hund in den letzten 15.000 Jahren mal Bescheid gesagt hat, dass das sich schubbern an einer fremden Korthose zur Weitergabe des eigenen Genmaterials nur in ganz seltenen Ausnahmefällen wirklich nützlich ist. Der Hund scheint hier Fake News aufzusitzen. Ist nicht ganz einfach in diesen Tagen, oder? Ja, ganz schwierig. Die Frage, die sich immer stellt, wo hört die Wahrheit auf? Wo fängt Julian Reichelt an? Es gibt so viele Menschen, man trifft so viele Menschen in der letzten Zeit, die glauben, Recht zu haben. Und mir missfällt das. Ich glaube nicht, Recht zu haben. Ich habe Recht. Die Bienen sterben aus. So viel zum Thema Schwarmintelligenz. Können mich stundenlang damit beschäftigen. Oder hier, verfolgen Sie den Sonnenuntergang im Live-Ticker. Großartig. Ich habe mir jetzt bei Amazon ein Buch bestellt, in dem erklärt wird, warum die Innenstädte veröden. Super. Das Versprechen dieser neuen Medien war ja, dass durch sie die Welt ein Stück zusammenrückt, oder? Manchmal klappt es auch. Wenn Sie sich abends mal ins Netz begeben, nicht wahr? Auf der Suche nach Ihrer eigenen Meinung. Und Sie chatten dann mit einem 23-jährigen südkoreanischen Studenten und der schreibt Ihnen dann, dass er fest davon überzeugt ist, dass Angela Merkel zusammen mit Bill Gates im Hobbykeller von Mark Zuckerberg Coronaviren gezüchtet hat, während im Nebenraum George Soros aus der Haut von Jungfrauen Gesichtsmasken für Hillary Clinton genäht hat, um die jüdische Weltrevolution zu vollenden. Wenn sich also rausstellt, dass jemand 8.700 Kilometer entfernt genauso ein borniertes Arschloch ist wie der Typ im zweiten Stock, dann wächst die Welt auch ein Stückchen zusammen. Das ist auch schön, finde ich, nicht wahr? Natürlich gibt es da tolle Sachen, überhaupt keine Frage. Die Hashtag MeToo-Bewegung hat doch für den Feminismus mehr getan als alle Editorials von Ali Schwarzer zusammen. Und der Kampf gegen den Rassismus hat doch nur Fahrt aufgenommen, weil im Netz Videos von brutaler Polizeigewalt verbreitet worden sind. Auf der anderen Seite gefällt 113.000 Menschen die Facebook-Seite vom Wendler. Ich weiß also nicht, ob der Schrecken nicht den Nutzen überwiegt. Und wir sollten uns keine Illusion hingeben. Das, was wir da haben im Netz, das ist immer nur ein Surrogat für echte Gemeinschaft. Ein Ersatz. Was für einsame Lust die Gummipuppe ist, für soziale Wärme die Facebook-Gruppe. Aber was mich natürlich begeistert, im Netz ist diese ständige Verfügbarkeit von Produkten, das ist fantastisch, oder? Und das hat uns eigentlich auch in der Corona-Krise ein bisschen gerettet, oder? Diese ganzen Streaming-Dienste, Amazon Prime, Netflix, alle anderen, fantastisch, oder? Großartig, ich kann es immer noch nicht glauben, das ist so unglaublich, dass du, wenn da eine neue Staffel fertig ist von einer Serie mit 6, 12, 18 Folgen, dann werden die ja auf einmal ins Netz gestellt. Alle auf einmal, das heißt, sie entscheiden, wann sie erfahren, wie es weitergeht. Das ist doch unglaublich, oder? Bei Netflix, bei Ende einer Serie, da dreht sich Amazon Kreis rum, wenn sie rechtzeitig Stopp machen, dann geht's weiter. Sie haben das ganz alleine, sie entscheiden, wann sie... Das ist doch unglaublich. Als ich ein kleiner Junge war, gab es 3 Fernsehkanäle.
Und einmal in der Woche kam Vicky. Und ich habe Vicky geliebt, weil es verdammt nochmal die beste Kinderserie aller Zeiten war. Und ich weiß noch, wie fertig ich war am Ende einer Vicky-Folge. Und nicht nur wegen der melancholischen Geigenmusik beim Abspann, sondern weil ich wusste, ich muss doch eine Woche warten, bis ich erfahre, wie es weitergeht. Eine Woche. Ich habe 2-3 Tage vorher schon angefangen, mich darauf zu freuen. Ich habe diese Sendezeit war fest abgespeichert in meinem Kopf. Ich glaube, ich habe dadurch gelernt, Uhrzeit zu lesen, weil ich wissen wollte, wie lange dauert denn das noch, bis Vicky kommt. Ich bin extra vom Fußball früher nach Hause gefahren, um Vicky nicht zu verpassen. Diese unbändige Sehnsucht, diese unglaubliche Vorfreude, die sich da aufgebäut hat. Und heute einfach eine Folge nach der anderen gucken, bis die Augen kotzen. Herrlich, oder? Gut, das Tolle an den Streamingdiensten Netflix ist natürlich, dass während wir streamen, wir keinen Gedanken an die verschwenden müssen, die sich Netflix gar nicht leisten können. Ja? Und zwar egal, wo die sich gerade befinden auf der Welt. Um die globale Vermögensverteilung mal zu illustrieren, haben die beiden Soziologen Kochanowicz und Moran sich mal ein fiktives Land ausgedacht. Dogland. Die einzigen Einwohner, die Hunde Amerikas. Und dann haben sie mal geschaut, was die amerikanischen Hundebesitzer jedes Jahr so für ihre Tölen ausgeben und haben diese Ausgaben dann als Einkommen der Hunde genommen. Und siehe da, Dogs Own Country. Dogland rangiert weltweit im mittleren Einkommensbereich. Die Hunde Amerikas haben ein höheres Einkommen als die Menschen in Paraguay oder in Ägypten. Und das wird in der Bundesrepublik Deutschland, in der wir überzüchteten Pinschern künstliche Hüftgelenke implantieren, statt sie dem natürlichen Zugriff des Steinadlers zu überlassen, nicht viel anders sein. Himmel, das ist aber auch eine Freude, im globalen Norden zu leben, oder? Was ist das für ein Spaß? Wir haben nicht nur mehr Geld, wir haben weniger Kriege, eine bessere medizinische Gesundheitsversorgung. Unsere Lebenserwartung, Heidewitzka, mit 80,6 Jahren ist bei uns im Durchschnitt erst Schluss. In Ländern wie dem Tschad, Afghanistan, Südafrika, da gehen schon mit 50 die Lichter aus. Das ZDF wäre da völlig sinnlos. Ich weiß gar nicht, welcher Umstand mir am besten im Leben, im globalen Norden gefällt. Ich glaube, es ist der Umstand, dass ich jederzeit verdrängen kann, dass unser Wohlstand sich immer noch in großem Maße auf dem Elend des globalen Südens aufbaut. Und vielleicht könnten wir, weil wir auf den globalen Süden immer noch ausbeuten, einfach mal aus reiner Fairness den Begriff Wirtschaftsflüchtling endgültig vergessen. Für einen Menschen, der auf der Flucht ist, nicht wahr, spielt der Grund keine Rolle. Jeder Grund ist gut genug. Und die Sehnsucht, sich auf den Weg zu machen, um etwas Geld oder etwas mehr Geld zu verdienen, ganz ehrlich, das ist doch auch die Sehnsucht, die den deutschen Pendler antreibt. Der deutsche Pendler ist doch nichts anderes als ein Wirtschaftsflüchtling. Wer morgens in Nürnberg einsteigt, nach München fährt, um da zu arbeiten, pendelt, nicht wahr? Der tut das doch aus demselben Motiv heraus. Aber gut, jetzt sagen Sie, ja, der stört aber nicht, weil er ja abends wieder nach Hause fährt. Ja, und gut, das stimmt. Aber was ich meine ist, die Motivation ist doch dieselbe. Nicht wahr? Warum nennen wir es beim Pendler Flexibilität, aber dem Afrikaner unterstellen wir Gier? Und während wir uns alle während der Corona-Krise einen runtergestreamt haben, hat tatsächlich unser Bundesverkehrsminister Andreas, ich kann ums Verrecken nicht glauben, dass er immer noch im Amt ist, könnte mir jemand eine Heroinspritze aufziehen, Scheuer. Es tatsächlich geschafft, die Sicherheitsschiffverordnung zu ändern. Das bedeutet folgendermaßen, die Rettungsboote, die Organisationen wie Lifeline oder die Seapunks verwendet haben, wurden über diese Verordnung zu quasi Berufsschiffen umdefiniert. Was bedeutet, sie haben einen anderen Sicherheitsstandard. Das bedeutet für diese Hilfsorganisationen, dass sie umbauen müssen. Das kostet viel, viel Geld und es kostet viel Zeit. Und es wird auf alle Fälle zu spät kommen für die 45 Menschen, die vor ein paar Wochen im Mittelmeer ertrunken sind. Und wenn auf Moria ein Flüchtlingslager brennt, dann ist die Empörung groß, nicht wahr? Sogar bei den ganz Rechten, weil die sich sagen, Moment, Moment, wenn hier einer Flüchtlingsunterkünfte anzündet, dann sind das immer noch wir. Das grenzt ja an eine Urheberrechtsverletzung. Diese furchtbaren Zustände in Moria waren seit langem bekannt, aber sie haben nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht sollte den geflüchteten Menschen dort einfach ein paar antisemitische Witze erzählen. Gut, die eine kann halt Marketing,
Die anderen können es nicht. Die Menschen wollen zu uns kommen. Und warum? Weil das hier das Paradies ist für diese Leute. Immer noch ganz klar. Zumindest für einen 13-jährigen Jungen, der auf der Mülldeponie in Akbogbloshie lebt und arbeitet. In Accra, der Hauptstadt Ghanas, gibt es eine Mülldeponie, auf der 250.000 Tonnen Elektronikschrott aus dem globalen Norden jedes Jahr landen. Und da leben 6.000 Menschen, vor allem viele Jugendliche und Kinder. Und die versuchen sich da etwas dazu zu verdienen, indem sie die Elektrokabel, die wir immer zum Wertstoffhof bringen, anschmelzen und an die Inhaltsstoffe kommen. Winzige Mengen von Kupfer, Coltan, Gold, um sich ein paar Cent am Tag dazu zu verdienen. Die sind so pfiffig, die Jungs. Die haben im Laufe der Jahre gelernt, mit geschlossenen Augen an den Dämpfen der brennenden Kabel die Inhaltsstoffe zu erschnüffeln. Schade, dass es Wetten, das nicht mehr gibt. Schwer krebserregend übrigens, der Qualm, in dem die da den ganzen Tag rumstehen. Und deswegen wollen die zu uns hier ins Paradies. Und es muss doch das Paradies sein. Ich bitte Sie, wie wohlhabend, wie reich, wie wunschlos glücklich müssen Menschen an einem Ort sein, an dem es so Dinge gibt wie Katzenfutter. Stellen Sie sich die Überraschung eines 13-jährigen Jungen auf der Mülldeponie in Akbogbloshie vor, wenn er eines Tages erfährt, dass wir so etwas wie Katzenfutter haben. Meterlange Regale in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. All die klassischen Beutetiere der Katze, Rind, Kalb, Pferd. Das muss das Paradies sein. Ein Dort, an dem wir diesen arroganten Tieren das Essen in Tüten abpacken, damit dieses neurotische Fellknäuel nicht wie sonst üblich im Rudel ein Rind erlegen muss. Das muss das Paradies sein. Und da wollen sie hin. Dummerweise gibt es Visabestimmungen fürs Paradies. Und am Tor zum Paradies schießt Frontex auf dein Schlauchboot. So ist die Welt immer noch geregelt. Ganz einfach, der Weiße gilt weltweit als Tourist, der Schwarze als Bedrohung. Ist doch nicht fair, oder? Ist es schon deswegen nicht fair? Weil der Mensch ja dauernd immer irgendwo hin muss. Das ist ja auch das Problem. Erkannt hat das übrigens schon Pascal. Ja, vor langer Zeit Blaise Pascal, ein erfolgreicher Influencer aus dem 17. Jahrhundert. Zitat, häufig gehört in der letzten Zeit, ich habe mehrfach auf den Umstand hingewiesen, dass das Unglück des Menschen daher rührt, dass er nicht längere Zeit allein in einem Zimmer verbringen kann. Gut für mich, sonst wären Sie heute Abend in Ihrem Zimmer geblieben, mal in Ruhe Pascal lesen. Aber wir waren dieses Jahr alle sehr, sehr lange in diesem Zimmer, war viel zu lange in diesem Zimmer. Und es war ja nicht nur dieses Zimmer, da waren ja auch noch Menschen in diesem Zimmer. Menschen, die wir lieben. Und Gott, wir lieben diese Menschen, nur eben nicht dauernd in diesem Zimmer. Aber Gott sei Dank ist ja jetzt bald wieder Normalität. Und in der Normalität muss der Mensch dauernd immer irgendwo hin. Ja? Was ja ein bisschen idiotisch ist. Ja? Ein bisschen idiotisch, denn die Erfahrung ist häufig nur die Parodie auf die Idee. Hat Goethe gesagt. Wir stellen uns etwas vor, ein fremdes Land, eine rauschende Party, eine wilde Liebesnacht und wir setzen alles daran, um das wirklich zu erleben. Und hinterher denken wir uns doch oft, ach, Vorfreude ist eigentlich auch ganz schön. Und Goethe musste das ja wissen. Der wollte ja auch schon dauernd immer irgendwo hin, hier Gardasee, Pizza fressen, statt einfach mal Zeit in seinem Zimmer zu verbringen. Was hätte der Mann für gute Literatur schreiben können? Aber wenn der Mensch zu viel Zeit in seinem Zimmer verbringt, kommt er auf die Gedanken, dass er sterblich ist. Keine gute Idee. Dann lieber raus, verreisen an exotische Plätze, die schon deswegen nicht exotisch sein können, weil man da selbst ist. Wie unberührt kann eine Natur sein, in der man neben sich den Satz hört, Jürgen, hast du die Heringe mitgebracht? Aber der Mensch will dauernd immer irgendwo hin. Er lebt da, in A. Und er fühlt sich wohl, da ist doch geboren in A und aufgewachsen, stolzer Einwohner, sage niemand was gegen A. Aber das hat man ihm von klein auf beigebracht. Wer nur A kennt, der kennt die Welt nicht. Und wer die Welt nicht kennt, der hat ja im Grunde gar nicht gelebt. Das will der Mensch ja nicht. Also kauft er sich eines Tages ein Ticket und er fährt nach B. Und B, atemberaubend. Die haben da einen Platz, absolut himmlisch. Es gibt ganz viele Menschen da. Eine malerische Altstadt, in der man alles kaufen kann, was das Herz begehrt. Und das Essen ist unglaublich lecker da. Und sogar noch billiger als in A. Leben möchte er da nicht. Er ist ja doch gebürtig in A, also fährt er wieder nach A, wo ihn immer noch sein Job erwartet, der ihn so müde macht. Die Wohnung sieht immer noch nicht so aus, wie er sich es eigentlich vorstellt und sein Fahrrad hat immer noch einen Platten. Statt sich nun die Lebensumstände in A so zu gestalten, dass es keinen Grund mehr gibt, irgendwo anders hinzufahren, sagt sich der Mensch eines Tages, ich glaube, ich muss mal wieder raus. Aber nicht nach B, so wie mein Nachbar fährt ja jedes Jahr nach B. Ja, wie armselig kann man sein? Nein, er fährt nach C. Und C erinnert ein bisschen an B, aber die haben da keinen himmlischen Platz, sondern einen Turm.
einen wundervollen, alten, schönen Turm. Es gibt ganz viele Menschen da, eine malerische Altstadt, in der man alles kaufen kann, was man in B auch kaufen kann. Und das Essen ist unglaublich lecker und sogar noch billiger als in B. Also C ist nun wirklich eine Reise wert. Er kommt mit einem anderen Touristen ins Gespräch und der sagt ihm, C sei ganz nett, aber er käme aus D. Und D hätte nicht nur Altstadt, Menschen, Essen, sondern auch eine Brücke. Eine wundervolle, romantische, alte Brücke. Und wenn man die Brücke nicht gesehen hat, hätte man im Grunde gar nicht gelebt. Das will der Mensch ja nicht. Also fährt er nach D, er stellt sich auf die Brücke und er sagt sich, mein Gott, eine Brücke. Am Flughafen sieht er einen anderen Touristen, der trägt ein T-Shirt, auf dem steht I love E. In E war ich noch nie, denkt er sich, das reicht inzwischen als Auslöser für die Buchung, denn der Gedanke, dass es gute Gründe gibt, warum er noch nie in E war und dass inzwischen so viele Menschen nach E fahren, dass die Menschen in E ihn hassen werden, der kommt ihm nicht. E tipptopp, Altstadt, Menschen, Bauwerk, schnell noch ein Foto vom Essen machen, weil man nicht über genügend Worte verfügt, um die Speise angemessen beschreiben zu können. Die Altstadt in F geht so, die Menschen in G, er kann sich nicht wirklich daran erinnern, denn, und das ist ganz wichtig, alle Kontakte mit den Einheimischen sind auf den Check-in an der Hotelrezeption und auf den Ruf Il Conto per favore zu reduzieren. Auch nach längeren Aufenthalten in H-I-J-K-L-M-N-O-P ist er nicht in der Lage, auch nur den Satz Hallo, wie geht's Ihnen im Idiom der Einheimischen fehlerfrei über die Lippen zu bringen. Er spaziert durch Stadtviertel wie Chinatown und bewundert diese als besonders authentisch, eben jene Stadtviertel, die er zu Hause als Parallelgesellschaft bezeichnet und von der Staatsmacht beseitigt wissen möchte. Ganz toll ja auch das Schloss in Q. Besucht werden bevorzugt die Bauwerke früherer durchgeknallter Despoten. Wann immer es etwas zu bewundern gibt, das größer ist als die eigene Doppelhaushälfte und das unter dem Schinden von Arbeitern mit goldenem Brokat ausgeschlagen wurde, stellt man sich hin und macht ein Foto von sich vor dem Schloss. Vor jede Traumkulisse wird die eigene Fresse geparkt. Das erwähnte Ziel wird zum Hintergrundmaterial degradiert, bloßes Beweisstück dafür, dass man da war. Schnell noch nach Versailles, ein Lustschloss gucken. Ein Lustschloss, das so groß ist, das sollte dem damaligen Hausherrn im Westflügel Lust überfallen haben, er bei Ankunft im Ostflügel kaum noch wissen durfte, warum ihm gerade eben so blümerant im Hüftbereich war. In A bis R geht übrigens am liebsten in Starbucks, denn das sieht überall gleich aus. Weil ihn die eigentliche Kultur der Länder, deren Innenstädte er mit den immer gleichen Wünschen nach den gleichen Getränken und Klamotten zur Uniformität verdammt im Grunde gar nicht interessiert. Er ist eigentlich ja nur noch unterwegs, weil er Angst hat auf die Frage, waren Sie schon mal in S? Kleinlaut gestehen zu müssen, ich habe es bis jetzt leider nicht geschafft. Statt mit stolz geschwellter Brust zu sagen, hör sie mal, da lese ich doch lieber was von Nele Neuhaus. Es interessiert mich nicht die Bohne. Also begibt er sich in fremde Länder, an Kulturstätten, macht sich hinter vorgehaltener Hand über Menschen lustig, deren Ahnen schon Kultur hatten, als seine Urgroßväter noch metzaufend durch die Wälder getorkelt sind und dann nach 20 Minuten Beachvolleyball so viel Sand in der Arschritze, dass er damit die Infrastrukturprobleme auf der A3 lösen könnte. Aber wo man ist, spielt überhaupt keine Rolle, denn es geht nicht darum, sein eigenes Menschwerden durch sanfte Neugier zu fördern, sondern nur noch darum, tausende idiotische Bilder zu machen. Jedes einzelne eine Beleidigung für das Medium Fotografie. Aber Hauptsache, es zeigt ihn irgendwo. Und als ob das Bild nicht schon das Austauschbare des Moments hinreichend erzählen würde, zeigt er jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Guck mal, das bin ich irgendwo. Ist vielleicht auch ganz gut so. Wovon sollte er sonst erzählen? Urlaub ist ja nur was für Menschen ohne Fantasie. Dankeschön. Vielen Dank.